Hallo zusammen, schön, dass ihr einschaltet zu meinem neuesten Video. Ja, ihr habt es vielleicht im Titel schon gesehen, wieder was Duftliches. Ich würde euch gerne meinen letzten Duft in Haul zeigen, von Wohlfühlmomenten von der lieben Doris. Und ja, es wird auch vorläufig mein letzter Duft in Haul sein. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, ich habe schon seit 2,5 Monaten keinen Duftwachs mehr bestellt, aus verschiedenen Gründen. Hauptsächlich, weil ich unbedingt einfach mal aufbrauchen muss, weil ich so viel habe. Ich habe wirklich zum Teil noch einiges aus dem 2015 und dem 16, 17, 18. Und ja, darum habe ich es endlich geschafft, um ein bisschen zu bremsen und versuche dann auch noch den Rest des Jahres durchzuhalten, mal schauen. Und ja, ich habe mein Körbchen bei der lieben Doris gelernt, das ist nicht so viel. Aber bis ich dann wieder in der Liste mal komme, wo ich mich vor langer Zeit mal noch eingetragen habe, geht es, glaube ich, eine Weile. Und darum habe ich gedacht, ja, rufe ich mal ab. Und würde euch, wie immer, dann natürlich gerne zeigen. Wie immer hat es die herzige Karte dabei gehabt. Und an den Düften habe ich schon geschnüffelt, aber noch nicht an der Thank-You-Tüte. Und die bin ich schon sehr gespannt. Vielen lieben Dank, Doris. Fangen wir jetzt an. Oha. Da hat es was Interessantes drin. Ein Lemon Tea Stick. Das habe ich auch noch nie gesehen. Und zwei Bonbons. Tee ist super, vor allem jetzt, wo ich leicht erkältet bin. Vielen lieben Dank, Doris. Und da haben wir die schönen Goodies. Wir fangen an mit einem Herzchen in der Duftrichtung Melon Summer. Ja, ein Melonenduft. Aber er hat wirklich noch so etwas leicht Florales. Was so schön wettermäßiges. Ja, ich mag leider keine Melonendüfte, darum geht er weiter. Aber wisst ihr vielleicht auch schon, generell die meisten Goodies verschenke ich ja weiter. Außer sie gefallen mir mega, mega gut, weil ich so viel Wachs habe. Den Magic in the Air, da könnte ein Dupe sein zu einem BBW-Duft. Ich habe von dem Duft, glaube ich, ein kleines Duschgel. Ja, also es ist auf alle Fälle ein parfümiger Duft, aber ein schöner. Ich habe das Duschgel nicht so fein in Erinnerung, also ich habe es noch nicht aufgebraucht, aber ja. Leicht floral, sehr feminin, aber auch sehr pudrig. Ja, das ist ein Duft, der eventuell wahrscheinlich bei mir bleiben darf. Den Scarecrow Snack. Wahrscheinlich ein Halloween-Duft, ein Herbstduft. Oh nein. Oh, der ist auch lecker. Zitrisch-cremig. Ich weiß jetzt nicht, ob es Zitrone oder Orange ist. Behalte ich auch, wird getestet. Dann ein Blend, ein kleiner Donut, Bedtime Bath, Saltisier und Kokosmilch. Ja, Kokosdüfte sind leider nicht meins. Ja, leider nicht mein Duft. Bedtime Bath habe ich auch ein bisschen über. Ja, den dürft ihr darum gerne weiterziehen. Den normalen Donut in Fresh Baguette, Sweet Peanuts und Erdbeermarmelade. Das sind auch wirklich herzige Förmli. Ja, erstaunlicherweise Fresh Baguette schmeckt ich nicht wirklich. Am dominantesten ist die Erdbeermarmelade und dann der Sweet Peanuts. Die Erdbeermarmelade ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu künstlich, darum wäre das keine Duftkombi für mich. Und das letzte Herzchen ist Hawaiian Forest.
da bin ich gespannt. So exotische Düfte sind ja auch nicht so meins. Ja, das ist nicht für mich. Der ist leicht parfümig. Und ich finde eigentlich eher so grünlich anstatt exotisch. Auch frisch. Ja, aber Hawaiian Forest wird nicht mein Freund, darum dürfte er auch weitergehen. Aber der Magic in the Air und der Scarecrow Snack sind sehr fein. Die behalte ich gern selber. Lieben Dank, Doris. So, dann gehen wir zu meiner Bestellung und als erstes zeige ich euch was nicht wachsiges. Ich habe es leider schon ausgepackt. Und weiss jetzt auch den Namen gerade nicht mehr. Little Somethings heisst es. Ja, ich habe endlich mal meinen ersten. Ich bin wirklich happy, kann man sich jetzt in der Custom-Liste damit eintragen, weil immer wenn sie ihre Openings hat, bin ich immer zu Sport dran gewesen. Und ja, und da hier steht es. Little Something habe ich mir bestellt in Vanilla, Bean Noel und Pink Sugar. Eine Kombi, die ich absolut liebe. Das Packaging perfekt, also schöner geht nicht mehr. Und ich habe da ein Fläschchen mit so, oder das Fläschchen ist glaube ich rot. Sehr, sehr schön. Und ich freue mich schon wirklich mega, um da in meinem Auto aufhängen. Und ja, bin gespannt, wie duftintensiv denn da ist. Gut, dann zeige ich euch zwei Klemmschels. Als erstes der Duft Lollipop Days. Ich meinte, der hat es mal vor 2 Jahren oder 3 Jahren im Adventskalender gegeben von der Doris. Ich bestelle ja nie die Adventskalender, weil es, ja, einfach. Und absolut mein Duft. Ich bin so froh, dass ich den bestellt habe. Ja, wirklich Lollipop-Duft. Süß, quietschig, fruchtig und sehr intensiv. Sehr, sehr lecker. Den auch ein Custom Order. Pink Sugar, Vanilla Custard und ein bisschen Fresh Coffee. Klingt auch schon sehr lecker. Auch sehr schön verziert. Ja, lecker, lecker. Obendran schmeckt sehr stark nach Vanilla Custard. Und unter den Pink Sugar immer noch weiß wie viel ja mein Lieblingsduft. Und da unten kommt auch wirklich, aber auch wirklich nur ein Hauch Kaffee. Ja, sehr, sehr leckere Kombi. Dann habe ich mir zwei kleine Förmli, oder besser gesagt zwei kleine Herzli bestellt. Normalerweise bestelle ich wenn die mittleren Herzen, einfach weil ja, so ein kleines Herz mir von der Menge her fast zu wenig ist zum Verdüften. Ja, ich bin sehr verschwenderisch, aber ich habe auch gerne die volle Dröhnung und ich habe so viel Wachs, darum ja, schmeiße ich halt generell mehr in die Lampe. Aber da ist ein Duft, den ich nicht gekannt habe und gerne wollte probieren. Darum habe ich dieses bestellt und zwar ist da Forever Young. Ich vermute schwer, dass da auch ein Dupe-Duft ist, aber ich weiß nicht von welcher Marke. Und ja, fruchtig, parfümig würde ich sagen. Ich finde ihn nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob er vom Kopf her verträgt. Ja, schwierig zu erklären. Ich werde ihn garantiert testen. Ich werde ihn aber in die elektrische Duftlampe tun, weil für meine Nase kommen die Düfte ein bisschen schwächer raus. Und ja. Dann auch, ja, wieso habe ich mir den bestellt, frage ich mich. Habe ich mir ein kleines Herzchen in Seagrass Beach bestellt. Es hat im Namen das Wort Gras und ich mag kein grüne Grasdüfte, allgemeine grüne Düfte. Und ja, er schmeckt sehr, sehr nach Gras. Ich weiss, es gibt viele, die mögen die Düfte, aber für mich ist das gar nichts. Darum, ja, der Seagrass Beach wird weiter verschenkt.
So, den habe ich noch aus dem Shop. Ich glaube, das ist der einzige Duft aus dem Shop. Mir bestellt der Gin Tonic. Da könnte es noch sein, also ich bin nicht sicher, aber könnte es sein, dass sie den noch im Shop hat. Und der schmeckt ganz anders als erwartet. Also ist lang, lang, lang her, seit die Gin Tonic hatte. Aber der erinnert mich an irgendeinen anderen Duft. Ich finde den Duft würzig. Noch jetzt habe ich es. Das ist für mich ein Winterduft. Da hat es irgendwas Nelkiges oder Baumiges drin. Also da ist für meine Nase kein Gin Tonic. Also nein. Ich glaube, also ich weiß es nicht wirklich, aber ich kenne viele Düfte und der schmeckt für mich nicht nach Gin Tonic. Ja, mal schauen, ich werde ihn testen. Und nein, ich habe nochmal einen Duft aus dem Shop und leider, also Gott sei Dank, habe ich das letzte verwischt. Leider hat es nur noch eins gegeben. Und zwar die Grapefruit Ice Cream. Ich liebe die Form, die ist so herzig und der Duft ist sensationell. Ich liebe so Grapefruit mit Foodie und der ist perfekt, also wirklich. Und ja, ich hoffe, dass dann der nächste oder so mal wieder in den Shop kommt und dass ich den von dem ein bisschen mehr verwische. So, dann habe ich noch drei mittlere Herzen und einen Bag. Wir fangen mit den Herzen an. Da habe ich mich mit eingetragen bei Rosemary, Grapefruit und White Musk. So sind die mittleren Herzen. Und da bin ich mir noch ein bisschen unschlüssig, ob mir der gefällt. Ich finde ihn einen sehr, sehr frischen Duft, nicht einmal wirklich parfümig. Auch nicht fruchtig, obwohl er Grapefruit drin hat. Und der Rosmarin ist auch nicht kräutrig, also ein frischer, okay, vielleicht leicht parfümiger Duft, aber das Fruchtige von der Grapefruit schmeckt jetzt gar nicht raus. Aber wir testen, wenn ich mich wundere, wie denn der in warm ist. Den habe ich mir auch ein mittleres Herz bestellt in Fresh Baguette, Sweet Peanuts und Banana. Der ist ganz, ganz, ganz lecker. Die Banane sehr dominant, aber sehr foodig. Und ich finde, ja, Sweet Peanuts kommt auch gut raus, so am wenigsten das Fresh Baguette, aber man nimmt die Brotnote wahr. Ja, also da ist wirklich ganz, ganz leckere Kombi, auf die freue ich mich auch schon sehr. Und das letzte mittlere Herz ist auch ein Duft, den ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wieso ich da ein mittleres gekauft habe. Das ist Miami Sunset und da muss ich sagen, den finde ich super. Also wie jetzt froh, habe ich ein mittleres Herz bestellt. Da hat es was Fruchtiges drin. Also ich finde, er ist hauptsächlich fruchtig. Aber bin mir sicher, dass da noch andere Komponenten hat. Ich kann euch nicht sagen, was für eine Frucht. Ich vermute irgendeine Beere. Ja, also ich finde ihn ganz, ganz schön und ja, bin ich froh, haben wir ein mittleres Herz gekauft. Und dann kommen wir schon zum letzten und da haben wir eine ganze Bag gekauft und zwar in der Mischung Ingwer-Limette mit Vanilla-Ice-Cream. Da haben wir die wunderschöne Wulchneue bestellt. Ich liebe die Form. So sehen die aus. Super. Also ich habe schon gedacht, dass sie mir gefallen wird, aber sie ist Bombe. Also wäre auch ein eindeutiger Nachkaufkandidat. Die Vanille-Eiscreme kommt wirklich gut raus. Die Ingwernote ist nicht scharf, aber man nimmt sie schon wahr. Aber die
ergänzt sich so perfekt mit der Limette. Und dann das Cremige. Also da könnte auch schwer ein Nachkaufkandidat sein. Und ja, bin froh, dass ich mir da eine ganze Bag bestellt habe. Ja, und da war es schon. Wie gesagt, nicht so ein grosser Haul. Aber bei Barnedüften bin ich noch mit eingetragen. Dort tue ich jetzt einfach wieder sammeln. Und dann, ja, wenn ich den abrufe, zeige ich es euch natürlich auch. Und ja, als nächstes kommt dann eben wahrscheinlich meine Sammlungsvideos. Mal schauen, zwischen ihnen immer noch mit auf die Monatsrückblick natürlich. Und ja, also wir stehen uns bestimmt wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hebt euch Sorge und bis bald. Macht's gut. Tschüss zusammen.